Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge Goldfit. Hallo Mann. Diesmal mit zwei Hole-in-Ones. Ja, so startet man das Video richtig, sehr gut. Ich gehe da lang. Wohl lang, vermutlich, mehr oder weniger. Ja. So. Nein, hier überhaupt. Deaths Bukiana Bonanza, 18 Holes. Bieten wir. Oh, jetzt ein bisschen fester gemusst. Na ja. Hier liegen Dinge. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, aber da sind. Genau, das ist, glaube ich, der Plan, ne? Ach, das war ja Verdammt! viel zu schräg. Oh, jetzt liege ich nicht, setz mich zurück, weil das ist nicht akzeptabel. Oh, komm. Von hier Ersten wäre sie Schlag. machbar. Ja, von da wäre die machbar. Der erste Schlag einfach nur viel zu fest gemacht. So. Der Boat Launch. Launchen wir mal uns in das Boot. Oh. Darf ich von hier schlagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, darf ich, okay. Oh, Das ist dann auch neu, machen dass wir das man doch. aus dem Wasser heraus noch schlagen darf. Ja, wahrscheinlich war das nicht so tief, war, vermute ich mal. Ach, nicht ganz. Ja gut, ist aber auch immer eine Sache, wie der Kartenersteller wahrscheinlich dann die Zonen festlegt, ne? Das, ja, ich denke mal, ich habe noch nie so eine Aber mit diesem da ich noch Map-Editor nie so eine Karte angeguckt. gebaut habe, genau. Auch schlecht sagen, was man da genau einstellen kann, aber ja, wie ist ja bei vielen Maps, da hat man manchmal die wildesten Zonen, also bei manchen ist das so streng, nicht schlecht, ey. Nicht, Alter. Der war aber Der. auf der Lochkante noch eine Kurve mitgenommen, ey. What? Okay. Oh, so nah dran. Ja, Dito. Der wäre schön gewesen. Nein, zu feste! Ja, Der ich war leg's zu gerade noch ein bisschen. feste! Der im Übrigen auch. Zack. Hoppa. Ah. Auch zu feste. Ja. Der wird jetzt eigentlich wieder zu leicht sein, müssen Darüber. wir. Ja. Ups. Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war richtig gut, war der. So. Oh. Hätte ein Hole in One hast du sogar gemacht. Okay, nice. Er ist richtig schön sauber in die nächste Rampe gerollt, Ja, ich bin quasi. nicht weit genug geflogen. Deswegen muss ich einen kleinen Umweg machen. Mal ja auch mal machen. Ja. Boah, der wäre ein bisschen fester, sogar richtig gut gewesen. Ah. Nein, was mache ich? Scheiße. Ah, jetzt nur genau gerade. Gerade in der richtigen Stärke. Ja. Was ist das hier denn los? Ach Gott, das ist eine Verengung und dann ist. Ach Gottchen, okay. Oh, meine Herren. Das hat nicht ganz geklappt, aber ist noch okay. Der hat ziemlich gut geklappt. Ja, in drei. Oh, all in one, ne?
Wenn halt die Muscheln für Hole in One mit, da sind. Das ist dir vorher noch nicht aufgefallen? Nee, das ich nicht. Ich hab's jetzt immer so geschlagen. Naja, passt. Aber ja, macht das ja nochmal ein bisschen simpler. Ja, ich dachte, die wären dir vorher schon aufgefallen. Nee, ich hab die jetzt gerade erst irgendwie wahrgenommen. Aber hier ist keine Mupfel. Hier ist keine Mupfel. Ist nie so. Oh Gott. Oh, der war nicht so optimal, gebe ich zu. Ich glaube, er so ist der Plan. Ja. So ist der Plan. Nein! Doch lang geholt. Es wird zweimal aus der Karte geflogen, ey. Oder von der Strecke. Einmal nicht weit genug, einmal zu feste. Dann zu feste machen. Oh, das war auch, zu feste. Der war fast perfekt. Ach, komm. Ach Mensch. Ja, rüber. Und drin. Wollen wir mal in 4. Sehr schön. 5. Ja. Oh, mit so einer Mupfel geht das. Ja, mit so einer Mupfel geht's auf. Wesen. Okay. Wir mal, ne? Oh, da war nicht annähernd feste genug. So. Ja, war ganz nicht schlecht. Darf ich hier liegen bleiben, so, bitte? Jetzt habe ich das Warten versehen. Nicht meine Absicht. Ein Schlag verschwendet. Wo bist du denn hergeflogen? Ey, die war schön. Gut. Die hat Spaß gemacht. Die war echt gut. Ja. Aber. Spielen wir diesmal Alters Holo von Alter. Alter. Gar nicht mal so schlecht. Hätte ein bisschen besser sein können. Aber die ist sehr angenehm für die Augen, muss ich sagen. Gott, stimmt, ja. Gott, geht da hinten darüber und dann schauen wir weiter. Oh. Tschüss. Bye, bye. Wie früher bei ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds. Bye, bye, baby. Das ist auch so lange her. Ich da rein und dann gucken wir mal, was danach passiert. So, ne? Boah. Hui. Und? Das ist okay, würde ich sagen. Kann man so machen. Drei. Muss aber den ersten Schlag komplett versauen. Ich weiß auch wohin. Nach da oben. Okay. Ja, gar nicht so übertrieben feste. Oh, ja. Gerade noch irgendwie raufgekommen, weil ein bisschen zu feste geschlagen. Und jetzt erstmal ins Universum fliegen. My planet needs me. Zack, da ist er auch drin. Ja. Boah, ist der Blatter im Weg oder nicht? Ich traue der Sache nicht. Ich glaube eigentlich nicht, aber... Oh, da muss man dann... Ja, ein bisschen Glück haben, um können. Da reinzukommen. Er hätte noch nicht ganz so feste schlagen dürfen, quasi. Aber, ja, weiß man vorher nicht. Also, wenn man sich die Strecke angeguckt hätte, hätte man es vielleicht gewusst, aber... Ich habe auch nicht geguckt. Komm schon, roll weiter. Zack. So. Hätte man ein bisschen kürzer gestalten können.
Ich verstehe das. Wenn man einmal so am Bauen ist, weißt du, kennst du das doch. Und dann macht das Bock und dann machst du hier noch ein Stückchen und da noch ein Stückchen und dann stellst du fest, ein bisschen zu lang, aber jetzt habe ich mir die Arbeit gemacht, jetzt müssen alle da durch. Na. Ich verstehe. What? Achso, ich verstehe doch nicht, jetzt verstehe ich. Nee, ich verstehe nicht. Ja, einfach auf die Platte drauf und dann ist gut. Dann verstehst du. Ah, okay. Der bewegt sich dann automatisch weiter. Ach, verdammt. Verdammt. Jetzt aber. Oh, ich hab die Abkürzung genommen. Oh, jo, stimmt. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Oh, und jetzt verreckt er mir. Und, oder. Komm. Puh. Der war aber mehr als knapp. Ja, man muss auch nicht mehr Energie verschwenden als unbedingt nötig, ne? Mal so effizient arbeiten. Oh, ich liege nicht so geil, wie ich gerne liegen würde. Oh, ich liege ziemlich gut dafür tatsächlich. Ausweichschlagmücken. Ach, okay. Oh, das war zu fester. Hat sich der Ausweichschlag doch rentiert. Ja, der erste war nicht fest genug, so bin ich knapp vorher verhungert und der zweite war halt ein bisschen sehr tschüss. Oh Gott, hier. Oh. It's happening. Ja, genau, ich bleib mitten auf dem Ding hier liegen. Okay. Ach, komm schon. Runter, alles klar. Er hat das auch so ein bisschen mit seinem nach unten. Ja, aber bis jetzt muss ich sagen, sind die Strecken echt schön. Ja. Auch von der Atmosphäre her, ne, so ein bisschen. Oh, ein bisschen einiges getan, sag ich mal. Oh, okay. Mann, wieso? Okay, jetzt. So, wieder. Oh. Und wieder durch so ein Astrohr. Alter! Na also. Zack. Scheiße. Ja, sie macht. Unnötig Schläge, weil entweder nicht fest genug oder zu fester. Nein. Ja, klar, geht denn da hinten ab, ey? Ja, genau, das geht ab. Bisschen abschüssig. Und jetzt sind wir immer da, also in die Richtung eigentlich am besten geht das. An der Spur. Hui! Bounce. Ja, liegt ganz okay. Ja. Moin. Ach. Mit Gefühl. Easy. Mit ein bisschen weniger Gefühl, aber trotzdem getroffen. Ja. Gucken wir mal, was passiert, ne? Ey. Ach Gott, ne. Bounce. Und dann sind wir schon wieder. So, ein bisschen fester, aber auch noch drin. Ja, ich habe die ersten drei Schläge zu fest gemacht. Bin aus der Bahn geflogen. Du. Ja. Ja. Okay. Hopp. Einfach den Boden aufgehen lassen, nicht schlecht. Komm zumindest darüber. Nein, nicht wieder zurückrollen. Nee, ich werde das sehen. Hier ist auch. Kannst du bitte liegen bleiben? Wäre. Er bleibt nicht liegen.
Ist mir jetzt egal. Nee, jetzt Hollywood zu Ende hier. Ja, wir gucken ja alle dabei zu. So viel Zeit muss sein. Oh, nicht fest genug. Aber hier kann ich liegen bleiben, ne? Ja. Zack. Zack. Nur ein bisschen Geduld mitbringen. Oh, wie fliege ich da aus der Bahn raus? Ja, ich habe genau die Kante getroffen und bin zurückgebounced. Das war eine ganz kleine Kante und die habe ich getroffen. Ja, mit seinen Rutschen hier, ey. Ja, ja. Oh, cool, hier ist eine Vertiefung. Nice. Ja, nice. So, ach du liebes Biss, genau. Ups. Ein Downer. Ja, perfekt. Wo muss man denn überhaupt so letztendlich hin, ganz dahinter nehmen? Verdammt. So. Theoretisch. Oh, da war viel zu fest. Es muss erst dahin, da ist der Baum im Weg, sonst. Sah nicht so weit aus, wie es war. Ja, ich bin auch gerade sehr knapp gelandet. Oh, der Boden, ich denke schon mal, bewegt der Boden sich hier, aber das ist tatsächlich Absicht. Ja, das ist tatsächlich Absicht. Man wird dann Richtung Loch gebracht, so ein bisschen. Aha. Oh, ich bin aber nicht fest genug. Ah, drei verschiedene Wege. Nimm diesen, links wahrscheinlich. Und in der Mitte wäre, glaube ich, der gute gewesen. Ganz ehrlich, ich glaube, die tun sich da nicht so alt. Nee, allzu das sah viel. Mir sehr aus, als ob du in der Mitte direkt drin bist. Nee, du bist bei allen dreien, hast du noch irgendwie weiterzumachen. Von ja, daher ist das ganz Mitte, okay. In der Mitte bist du drin. Rechts und links musst du noch schlagen und Mitte wäre es da. Okay. Da ist noch so ein ganz kleines. Also ich weiß nicht, ob du wirklich drin bist, aber. Ja gut, selbst wenn. Dann ist das ein so ein kleines. Ein so ein kleines Glücksding damit bei. Wir wollen ja auch was von der Map zeigen, ne? Wir können jetzt nicht immer nur. So. Zack. Kannst du nicht direkt da runterrollen, das wäre nett. Schade. Zack. Ja, bisschen weit. Ah. Ja. Hätte man schaffen können. Gebe ich zu. Wenn der Skill da wäre, ja. Wenn der Skill da wäre. Scheiße. Boah. Hat das mir vorhin bei der Map passiert. So, jetzt. So. Ach Gottchen. Link. Birdie. Okay. Was? Wer? Wieso? Was kommt gerade aus? Ach Gott, nee, okay. Leute. Obwohl, da ist. Nee, das sind zwei Glücksdinger. Nee, Du hast in der Mitte hast halt, da wo das Grüne ist, hast du ein Loch und da unten hast du welche. Okay. Daumen runter. Egal, wie das jetzt ausgeht. Mittiger kannst du nicht schlagen, als ich schlagen. Egal, ja. Und da sieht man ja, einfach, das hat halt damit nichts zu tun. Ja. Ja. Oh, bin halt reingekommen. Glücklicherweise in den oberen. Aber ne, das ist schade halt. Man macht halt eine wirklich schöne Map und dann macht man am Ende da so einen Quatsch halt. Ne, wo ist jetzt aber nach oben teleportiert wieder, oder was? Ja. Ich teleportiere jetzt so lange nach oben, bis
bis du einmal gewonnen hast, dann würde ich ihm meinetwegen noch einen Daumen nach oben geben, weil dann, aber dann ist es einfach nur sinnlos. Sag ich mal, dann kann man sich das komplett sparen, aber. Ja. So, ja, okay, anscheinend ist das wirklich nur so ein als Gag dann. Ja, aber du. Ach, jetzt hat er schon wieder seine. Ist das gleiche wie vorhin. Ja. Oder wie beim letzten Mal. Du hast aber trotzdem nur eine Minute Zeit, um da runterzukommen. Das heißt, wenn du immer wieder zurückgeportet wirst, irgendwann bist du halt out of time und dann kriegst du halt die vollen Punkte. Das ist Glücksspiel, wir geben darum runter. Da sind wir raus. Das ist halt einfach nichts. Da müssen die Leute auch dann mit leben. Wenn man so ein Glücksspiel macht, gibt es leider einen Daumen nach unten. Ja. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Bälle kloppen. Bis dann. Ciao. Tschüss.